Wer kennt diesen alten Klassiker von der KMN Gang? Wirklich einer meiner Lieblingslieder der KMN Gang gewesen damals. Kriminell, ja, meine lieben Freunde. Unser heutiges Video dreht sich um die Labels KMN Gang und das Fragezeichen Label, das sogenannte zweite Label für Newcomer, so wie der Rapper Noah oder wie beispielsweise jetzt die zwei neuen Newcomer, die irgendwie in der Verbindung mit der KMN Gang stehen. Irgendeine Zusammenarbeit gibt es auf jeden Fall. Ich weiß, dass da eine Verbindung besteht, meine lieben Freunde. Sonst würde Suna nicht mit den Rappern so krass innig abhängen und sie auch wirklich zu Auftritten verfolgen. Also wer sie auf Instagram, die ganzen Rapper verfolgt, Suna sowie KMN Nur und Ehrenjan und Batu, der wird gemerkt haben, dass Suna wirklich immer am Start ist und auch der KMN Nur auch immer am Start ist, meine lieben Freunde, ja. Aber die Frage ist natürlich immer noch offen, bei welchem Label ist KMN Noah und bei welchem Label sind Ehrenjan und Batu jetzt unter Vertrag, ja. Also der Noah beispielsweise ist nicht auf dem KMN Gang Label, meine lieben Freunde, wie es alle denken, sondern den KMN Noah ist auf dem Label SQP. Also wir haben ja die Line vorhin gehört. Ich kann sie euch nochmal abspielen, meine lieben Freunde. Vor vielen Jahren hat AZ, die KMN Gang, schon bestätigt, dass das Label KMN Gang noch ein weiteres Unterlabel hat. Und zwar nennt er sich SQP. Also in dem Track sagt er natürlich, meine Gang KMN SQP AMG. Also man muss sich das SQP, also der Wagen SQP Mercedes, muss man sich so vorstellen, das S, das Q und nur das P, meine lieben Freunde. Ja, das AMG ist wohl irgendwie verschwunden und auch das UP in der Mitte ist auch verschwunden. Am Ende bleiben nur noch drei Buchstaben SQP, meine lieben Freunde, ja. Ein wirklich sehr, sehr, ja, es ist wirklich brillant, ja. Also ein Label nach dem zu benennen. Was KMN genau bedeutet, kann man nur spekulieren, meine Freunde. Eine offizielle Bestätigung der Seite von den ganzen KMN-Mitgliedern gab es nicht. Es wurde mal in einem Interview gefragt, warum KMN Gang, was bedeutet das? Es gab wirklich sehr viele Spekulationen dazu. KMN könnte Küss meine Nikes oder Kiss meine Nikes oder wie auch immer heißen, so in der Art ungefähr, oder kriminell, meine lieben Freunde. Vielleicht ist es auch ein mehrdeutiges Logo oder ein mehrdeutiger Name von der KMN Gang. Vielleicht ist es für jeden, der es sich anhört, vielleicht auch jeder kann sich selber einen Blick davon machen. Also Nike ist auf jeden Fall auch, könnte es sein. Es könnte aber auch kriminell bedeuten. Es gab ja auch den Song Kriminell. Also den Song Kriminell gab es schon. Den Song Kiss My Nikes oder Küss meine Nikes gab es noch nicht. Also es könnte sich auf jeden Fall darauf hinauslaufen. Es ist natürlich auch nur Spekulation, Freunde. Aber ich denke mal, die Theorie besteht dazu, dass es auf jeden Fall Kiss My Nikes, Küss meine Nikes bedeutet, meine lieben Freunde. So, meine lieben Freunde, eure Aktion ist jetzt gefragt. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr meine Videos cool findet. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr meine Stimme cool findet. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das ganze Content-Programm von mir geil findet. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch öfter zu unterhalten, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch was. Peace and out.